aussieht. Wir werden quasi heute nur zwei Folgen, beziehungsweise eventuell auch nur eine, live machen hier auf Twitch. Und das Ganze wird so ablaufen, dass der Chat antworten darf. Wie es hier rechts eingeblendet steht, Chatrunde. Alle im Chat dürfen mitraten, die Mehrheit für eine Antwort wird eingeloggt. Also entweder einigen sich Leute im Chat auf einen Buchstaben oder eben auf Joker nehmen. Die ganz normalen Regeln. Und ansonsten werden wir die Runde starten. Viel Spaß an alle, die dazukommen werden, beziehungsweise an alle, die gerade da sind, mit einer Runde. Wer wird Millionär mit dem Twitch-Chat? Viel Spaß dabei! Dann lassen wir noch mal die Live-Runde beginnen auf Twitch mit unserem kleinen Samstagabend-Spiel. Ja, Betsy ist auf jeden Fall gerade da, sie ist im Chat schon. Ein paar Leute sind auch gerade anwesend, nebenbei einer Viewlist, wie ich das gerade richtig sehe. Und die Regeln sind ja immer wie sonst. Wir werden die Auswahlaufgabe machen. Wer die Auswahlaufgabe im Chat richtig beantwortet, der darf gleich entscheiden, welche Variante wir nehmen, ob wir Risiko oder Klassik spielen. Das war wiederum die Entscheidung vom Chat. Deswegen, wir schauen es uns an. Die erste Frage des Abends, die da lautet: Ergänzen Sie Knoblauch, Breitlauch, Schnittlauch und Bärlauch. Vertreibt angeblich Vampire, ähnelt dem Maiglöckchen, gehört in die grüne Soße oder D wird auch Porree genannt. Also damit mal gespannt. Ich muss dazu sagen, der Stream wird wahrscheinlich wieder so circa 8 Sekunden Verzögerung haben, deswegen, ich weiß nicht, ob überhaupt Antworten gerade reinkommen, weil ob Leute schreiben wollen, ist immer noch denen ihre Sache. Abseits davon die richtige Reihenfolge, die jetzt mal aufgelöst wird. Also Knoblauch vertreibt angeblich Vampire, Breitlauch wird auch Porree genannt, Schnittlauch gehört in die grüne Soße und Bärlauch ähnelt dem Maiglöckchen. A, D, C und B. Keine Antworten im Chat leider. Immerhin schafft es Spieler Nummer 7. So, dann lasst doch mal den ganzen Spaß hier beginnen. Wie gesagt, es ist eine Chatrunde, das heißt, es können Live-Leute dazu kommen, immer noch im Stream, wissen wir ja vorher nicht. Und unter anderem ist jeder, der dazukommt, egal welche Frage, jeder, der dazukommt, ist mit eingeladen zu raten quasi, wie wir spielen. Wie gesagt, hier steht es ja eingeblendet, da so. Und ja. Da niemand geantwortet hat eben, nehmen wir mal die Risikovariante und starten einfach mal in die Fragen hinein. Schauen wir mal, was wir schaffen. Los geht's. Wie heißt die sagenhafte Blondine, die die Rhein-Schiffer mit ihrem Gesang betörte? Pamela Anderson, Lorelei, Claudia Schiffer, Ariel. Was? Das fängt ja gut an. Ariel, die Meerjungfrau? Was ist für eine erste Frage? Na, Diablo. Sind Sie Maxi? Weiß nicht, wer von euch beiden da ist, oder? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich würde das auch. Vielleicht B klingt gut, aber R, C und A gibt's wirklich? D ist die Meerjungfrau? Na dann. Wo hast du Maxi gelassen? Also muss man mal, oder? Das klingt zwar doof, aber erste Frage, Joker, komm, Telefon. Hau dir mal rein. Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Ich würde auch B sagen, aber ich traue mich gerade irgendwie noch nicht.
Bin doch überhaupt nicht warm. Ich bin doch voll auf. Leg die Spiel sein. Ja, gut. Da hast du recht gehabt. Dann nehmen wir weh. So, welchen Eintrag findet man im Wörterbuch nicht? Gut, ungut, schlecht, unschlecht. Ich würde sagen D und ihr? Also gut gibt's nicht wirklich, ungut gibt's auch, schlecht. Aber unschlecht hab ich noch nie gehört. Ach komm, wir sind, warte, da versuchen wir mal ein bisschen selbst weiter, oder? Fangen wir mal mit D an, unschlecht. So, 200. Schumi darf überholen, dank. Stallorder, Käfigbefehl, Zwingerdiktat, Gehegeverordnung. Was? Stallorder? Müsste Käfigbefehl sein eigentlich. Zwingerdiktat, was soll denn das sein? Es krisselt gerade wieder im Hintergrund, was ist da los heute? Es krisselt wieder, oder? Ist die Musik wieder am Krisseln gerade? Warte mal kurz. Gerade mal nachschauen, Sekunde. Das fängt ja gut an. In der TPU ist es nicht heute, okay? Hä? Ganz merkwürdige Dinge hier gehen hier vor sich. Ich würde sagen, Käfigbefehl. Was würdet ihr denn sagen? Also, du hast keine Ahnung? Stallorder. Käfigbefehl. Ja. Das ist eine gute Frage, aber es klingt irgendwie so einfach wie mies. Zwingerdiktat klingt doof, genauso wie Gehegeverordnung. Wie gar nicht. Kein Krisseln oder was? Ich würde sagen B, Käfigbefehl. B? Stallorder. Na gut. Passiert. Die Fragen von heute richtig beschissen an, muss man echt sagen. Mach's eben nochmal. So, ordnen Sie dieses Verkehrszeichen nach der Zahl Ihrer Ecken. Beginnen mit dem wenigsten. Hofertstraße, Stopp, Schild, Überholverbot, Wildwechsel. Das wäre jetzt Maxis Frage. Ich glaube, ich wüsste es. Also, guck mal. Am wenigsten müsste haben das Überholverbot, das ist nämlich rund. Dann müsste Wildwechsel kommen, ist glaube ich dreieckig. Dann haben wir als nächstes Einbahnstraße. Vorbahnstraße meine ich doch. Müsste glaube ich 4 sein. Und dann haben wir Stoppschild, müsste 8 haben. Oder 6. Ja, 8 glaube ich. So, CDAB. DACB. Leider falsch rum. Am schnellsten der vierte. Also was brauche ich mal ewig nicht lange. Die Sache ist halt folgendes, sich anmelden dafür würde ich machen, das ist easy, aber dann dafür zu sitzen und die Hausaufgabe zu machen, das wäre das Schlimmste, was passieren könnte, weil ich wüsste genau, da wäre ich viel zu langsam für. So. Wieder mit 4, oder? Jetzt haben wir mal wieder 4. Immerhin. Dann versuchen wir es mal einfach mit den nächsten Fragen.
Wer sich ausruhen kann, wünscht natürlich keine unfreundlichen Kollegen, sondern denkt eher Sibylle, Brigitte, irgendwas mit Ann, Susanne, Annette. Welches typische Verhalten ist sowohl bei Hunden wie auch bei Skifahrern zu beobachten? Da haben wir bellen, beißen, knurren, wedeln. Was? Also bellen ist ja Quatsch. So genauso wie knurren auch. So. Wedeln? Was? Guten Abend, Millionaire Man 1998. Willkommen. D. Dann schick so. Übrigens, wie gesagt, hier, ich sag nur, weiß es noch drauf hin, Chatrunde. Wir spielen alle. In wessen Auftrag sind die gelben Engel unterwegs? Charlie, ADAC, Borussia Dortmund oder der Deutschen Post? Ja, also ich würde mal sagen, dass das die gelben Engel sind. Das seht ihr bestimmt auch so, oder? Jawohl, ein B kommt da rein. Wunderbar. Dann haben wir, womit beschäftigen sich BWL-Studenten? Mit Geldmonster, Kapitalkreaturen, Finanzwesen oder Rechnungsgeschöpfe? Ich würde sagen C, Finanzwesen. Auch bestätigendes C, wunderbar, vielen Dank. Und 500. Ein Primat versteckt sich auf jeden Fall im Affekt kaltblütig vor von langer Hand geplant oder aus Notwehr. Ich tippe mal mit Primat ist buchstäblich gemeint, weswegen Primat A im Affekt wäre, weil das Wort Affe da drin vorkommt. Dürfte deswegen also A sein. Wie seht ihr? Sag auch, ah, wunderbar. Dann versuchen wir's. Und wir haben recht. So, wir gehen auf 1000. Rotweinliebhaber freuen sich jedes Jahr im November auf den Beaujolais, Friseur, Primeur, Likör, Malheur. Ich kann mir vorstellen, Primeur. Okay, so, du sagst auch schon B. Primeur vielleicht als erster Rotwein? Weiß nicht, keine Ahnung, aber. Geh mal mit einem B mit. Wunderbar. War die Begründung recht mit dem ersten oder was ist das? Was war damit gemeint mit Primeur? Weißt du das? So. Du kannst ja mal in den Chat reinschreiben. Wir machen jetzt halt schon mal weiter. Gute Frage. Da hast du auch wahrscheinlich gut intuitiv geraten und ein bisschen so gut gesagt. 2000. Worum geht es, wenn von der Nordseesorte brennt die Rede ist? Rohöl, Miesmuscheln, Meersalz oder Sonnenmilch? Die Nordseesorte brennt. Also vorstellen kann ich mir schon mal aus irgendeinem Grund weiß nicht, Meersalz und verschiedene Sorten wüsste ich jetzt nicht so. Miesmuscheln, ja, weiß nicht, kann sein, aber wo sollen die sonst herkommen? Ich meine, wir haben ja nur oben Nordsee, Ostsee, im Süden Gewässer haben wir nichts. Sonnenmilch. Ah, ist schwierig, die Frage. Ist schwierig.
Also Sinn machen würde am wenigsten, meiner Meinung nach, schon mal C oder B, weil Meersalz, wir haben ja nur den Anschluss nach oben nur. Und Miesmuscheln, weiß nicht, ob es da Sorten gibt. Das klingt ein bisschen fragwürdig irgendwie. Sonnenmilch. Ich kann es mir nicht so vorstellen. Rohöl. Naja. Und jetzt raten, was wäre es A? Ja, es ist schwierig. Es ist schwierig. Sollen wir den Joker nehmen? Immer noch einmal alle vier Stück. Oh, hoppla. Die Frage ist nur, welchen holen wir uns denn? Wir haben ja alle vier. 50-50 bringt vielleicht eher weniger, weil wenn zwei richtig doofe Antworten stehen bleiben, haben wir ein Problem. Telefon muss sowieso früh genug weg. Publikum wirst du es auch. Zusatz definitiv. Telefonjoker rausschmeißen? Joker. Der Joker. Würde mal sagen, wir hauen einen Telefonjoker raus zuerst. Nehmen wir mal den zweiten. So, warum geht's von der Nordseesorte brennt die Rede ist? Rohöl, Miesmuscheln, Meersalz oder Sonnenmilch? Lediglich A sein, sehr sicher 80%. Das reicht mir schon als Antwort. Verdammt. Du hättest sogar mit deinem Raten recht gehabt. Im Gegensatz zu seinem westdeutschen Kollegen ist das typische Ostampelmännchen offensichtlich gut erzogen, versichert, gelaunt oder behütet. Das Ampelmännchen. Ich meine, es gibt ja Ampelmännchen mit einem Smiley. Ob die mit gemeint sind, keine Ahnung, könnte ja sein. So, also bei uns. Ich meine, bei uns wüsste ich immer, ob wir Ampelmännchen haben. Bei mir sind die meisten Ampeln einfach nur stupide, rot, gelb, grün, fertig. Ohne Menschen, ohne alles. Versichert? Weiß ich nicht, kann. Ja. Weiß nicht, ist so eine wischiwaschi Antwort. Erzogen, wie soll denn das, was soll das? Erzogen kann ja nicht nur unbedingt dieses Aussehen davon meinen. Aber es geht ja nur um die Ampelmännchen. Geht nur um die Ampelmännchen. Also, gut behütet. Behütet. Gab's nicht welche, die einen Hut anhatten? Ich meine, gab es noch welche, oder? Es gab doch, glaube ich, irgendwo. Irgendwas klingelt bei mir da. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland jetzt war. Ich glaube, bei den Franzosen drüben. Oder irgendwo war das. Aber ich weiß zum Teufel gerade nicht, wo das ist. Und was es ist. Also, ich würde sagen, es ist C oder D, aber. Es klingt beides plausibel irgendwie. Gut gelaunt, weil vielleicht Leute abgemeldet sind, die einfach so ein Lachesmiley drin haben. Oder behütet, weil eben manche Ampelmännchen einen Hut so tragen.
Aber ich bin mir da eher unsicher. Was glaubt ihr denn bei euch? Würdet ihr da mitgehen oder würdet ihr sagen, es ist Quatsch? Weil noch haben wir ja drei Joker. Übrigens an all die dazukommen gerade, wie ich gerade sehe. Guten Abend an all die gerade da sind. Ihr dürft gerne alle im Chat mitraten. Wie gesagt, hier steht's eingeblendet, Chatrunde. Ihr dürft mitraten, wenn ihr wollt. Hey GMN, not yet really. We just started. Like, well, 10 minutes ago? Noch einen Joker nehmen? Das ist irgendwie doof. Wenn jetzt 50-50 T und D stehen bleiben, das wäre lustig. Wenn jetzt aber die, genau die beiden wegfallen würden. Hoppla! Es werden ja gerade immer mehr Leute im Chat. An alle, die gerade da sind, weiß einer von euch das irgendwie? Haben wir ein paar Leute, die eher aus dem östlichen Bereich Deutschlands kommen? Weil bei mir, ich kann es schlecht abschätzen. Bei uns sind einfach stupide, ein Kreis, rot, gelb, grün, bisschen so rot-grün Ampelmännchen, aber Quatsch. Ampel, aber nicht Ampelmännchen. Na, nope. Dass du nicht aus dem Osten kommst, ist mir klar. Wollen wir noch einen Joker nehmen? Das müssen wir fast nehmen, verdammt. Das gucken wir gleich mal direkt nach der Auflösung. Da gucken wir gleich nach der Auflösung direkt mal. So, also ich würde mal sagen, es muss ein Joker so oder so her. Versuchen wir es mal mit über den ja, Publikum. Versuchen wir es einfach mal. Im Gegensatz zu seinem westdeutschen Kollegen ist das typische Ostampelmännchen offensichtlich gut. A. Erzogen. B. Versichert. C. Gut gelaunt. Oder D. Gut behütet. Also, ich schwank da selbst ehrlich gesagt ein bisschen. Aber wenn gerade jemand da ist und es weiß, schreibt's mal rein. Prozent behütet, 23% sagen versichert. Gut, versichert hätte ich von vornherein ausgeschlossen, aber dann habe ich wahrscheinlich mit meiner Vermutung mit dem Hut recht gehabt. Verkehrsmännchen sind dann wohl eher gut behütet, wegen, wie gesagt, ich glaube, manche von denen tragen Zylinder oder sowas. Deswegen gehen wir mal auf D. Jawohl. So, 8000. Das gucke ich gerade mal echt nebenbei kurz nach, um das erstmal anzuzeigen zu lassen. Und zwar, tu mal kurz mal nach Ampelmännchen. Genau, ich hab's richtig in Erinnerung gehabt. Ich zeige euch mal grad ganz kurz. Und zwar, wenn ihr es mal anschauen wollt. Wups. OBS kurz. Ich zeige euch mal kurz. Warte. Wo haben wir die? Da ist der Screen. Hier. Schaut. Die haben tatsächlich echt teilweise, ich glaube, ich war richtig verändert. Ich glaube, in Berlin ist das so gewesen sogar. In Berlin teilweise die Menschen Hüte anhatten. Deswegen. Also die Erinnerung hat gestimmt. So, zurück zum Spiel. Wir gehen auf die nächste Frage für 8000. Die da lautet: Welche Internetadresse kann man verwenden, wenn man mehr über Philipp Rösters Aktivitäten erfahren möchte? WVA.de? Audi.de, BMW.ide oder Fordo.de. So, kurz wieder Chat einblenden. Wups. Return of the timer? What? No. Why should I? Philipp Röslers. Ich weiß jetzt nicht, von wann die Frage ist.
Ich kann aber abschätzen, dass es gut möglich ist, dass gegebenenfalls BMW IDE International VWA. Volkswagen. Ich weiß es nicht. Ich würde vermuten, vielleicht auf A, aber das ist nur geraten, weil VW könnte auch statt Volkswagen hier vielleicht Volkswissenschaft irgendwas bezeichnen. Kann sein, keine Ahnung. Audi. Ich wüsste ansonsten nicht, wofür die Kürzel noch stehen. Lösen wir es mal über einen Zusatzjoker. Ich weiß es echt nicht. Versuchen wir einfach mal, komm. Wir fragen mal einen, der aufsteht. Ja. Und zwar würde ich da auf Nummer 6 heute mal sitzen, wir gerade 6 Zuschauer haben. Die Yvonne, die aufsteht, 22 Jahre ist sie alt. Sie glaubt sich sehr sicher, dass es C ist. BMW IDE. Gut, dass in der nächsten Version vom Spiel die ganzen Texte geändert sein werden. Ich vertraue dir mal und nehme C, BMW IDE, aber ich weiß es nicht. Gucken wir mal nach. Stimmt's? Jawohl. Gut, wir gehen zusammen auf die nächste Frage für 16.000. Ich denke mal, die Frage hat wahrscheinlich keiner von euch gewusst, oder? Also, für mich war die einfach nur befremdlich. 16.000. Welcher adeligen Familie gehörte Kaiserin Maria Theresia an? Bourbonen, Habsburger, Wittelsbacher oder Hohenstaufen? Also bei der Frage muss ich ehrlich gesagt sagen, ich weiß es nicht. Ich kann mir vielleicht was vorstellen, und zwar, wenn ich jetzt irgendwie intuitiv was sagen müsste, würde ich aus irgendeinem Grund gegebenenfalls